So Leute, wir sind jetzt hier am legendären Times Square. Hä? Hört ihr das? Die Stimme kenne ich doch. Hey, Oma! Was machst du hier? Ja, Oma, ich dachte, du machst einen eigenen Laden hier. Was machst du in Mallorca, Bruder? Ich dachte, du machst einen eigenen Laden hier. Komm, Bruder, siehst du doch, Mann. Komm, Bruder, komm nach Deutschland. Bist du krank, verpiss dich, Mann. 50%. Nein, Mann, verpiss dich. Hey. Bruder, ich hab mir doch überlegt. Komm, Bruder, hab ich dir doch gesagt, Alter. Es gibt wieder für die Rapper Kugeln. In New York kennt keiner Red Café, außer die bei Western Union. Noch nie auf Worldstar Hip Hop, doch dafür auf Rap Update. Gibt es einen sinnloseren Namen als Red Café? Und du bist für ein Leben unter Brücken bestimmt? Sehen dich Menschen auf der Straße, sagen sie, ey, guck mal, da vorne ein Flüchtling mit Bling. Hey, motherfucker, don't tell me you are a member of the Bad Boys, 'cause the only thing you have are in your Bad Boys game, motherfucker. So Leute, ich rap auch hier. Straight aus Brooklyn. German rap, I make German rap. Yellow. Und ich rappe gerade mit Wörtern, die es gar nicht gibt. Und deshalb rappe ich am Bass, wenn du vegane bist. Und es ist da, weil es hört, und es scheint es dicht. Und es ran, und es passt, und der Ball ist dicht. Und jede Fass, und ich kann, wenn du die Bahn bist. An der Wanne, die kann, und bin im Mannen nicht. Francesco Lettini, einer meiner Vorfahren. Viele wissen wahrscheinlich nicht, dass ich italienische Vorfahren habe, aber hier kann man das eigentlich ganz genau erkennen. Und auch am Gesicht wird man Ähnlichkeit erkennen. Francesco Lettini, der ist leider von uns gegangen. Der erste Dreibeiner in meiner Familie. Look at this girl, 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 look at this girl